Hallo, einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ja, ich bin die Amabel, ich bin Coach und spirituelle Lebensberaterin. Ich habe viel Erfahrung im Bereich Seelenpartner, Dualseelen, Zwillingsflammen. Ja, und ich begleite euch in eurem Prozess zurück zu euch selbst. Wenn ihr da Interesse habt, könnt ihr euch gerne melden. Einfach unten in der Infobox, da stehen die Kontaktdaten. So, heute möchte ich mit euch sprechen über dieses Thema, über das Verbiegen. Und wie ihr das sicherlich kennt, ihr lernt einen Partner kennen oder ihr habt Kontakt mit eurer Zwillingsflamme und dann könnt ihr nicht wirklich zu euch stehen. Ihr fangt an, euch zu verbiegen. Und zwar, weil ihr denkt, wenn ihr euch zeigt, wie ihr wirklich seid, dann mag der andere euch nicht mehr. Dann verlässt er dich vielleicht. Ihr verschweigt Dinge. Vielleicht verschweigt ihr sogar, dass ihr raucht. Vielleicht verschweigt ihr, dass ihr jeden Abend gerne in die Disco wollt. Vielleicht verschweigt ihr, dass ihr gerne Schokolade isst. Also das sind so Dinge. Man versucht, sich dem anderen so weit anzupassen, weil man denkt, man müsste so sein wie er oder ihm die Idealperson vorzuspielen, die ihr denkt, die er sich wünscht, beziehungsweise die ihr sein wollen würdet. Gerne, ja. So, und in dem Moment verbiegt ihr euch. Es könnte natürlich auch sein, ihr habt jemanden kennengelernt und ihr habt einen besten Freund und der neue jemand darf das nicht wissen. Also ihr meint, wenn ich ihm das sage, dann denkt er irgendwie schlecht und gönnt mir meinen besten Freund nicht. Dann wird der beste Freund verheimlicht, wird gar nicht erwähnt. So, es könnte aber auch passieren, dass man das im Vornherein geklärt hat und dann plötzlich euer Dual, euer Partner eifersüchtig wird. Und er meint, das geht für ihn gar nicht, dass ihr einen besten Freund habt. Und dann fangt ihr an, euch zu verbiegen. Aus Angst, euren Partner zu verlieren, euren Dual. Aus Angst, abgelehnt zu werden. Also es sind so ein paar Beispiele, also gibt es so viele unzählige Beispiele, wo wir uns nicht leben, wo wir uns nicht erlauben, wir selbst zu sein und das zu leben, was wir lieben. Es könnte unsere Berufung sein, das könnte einfach unser Lebensstil sein, es könnten Kleinigkeiten sein, die wir uns dann nicht erlauben, weil wir denken, wir werden dann abgelehnt. Und das erzeugt Druck. Das erzeugt einen unwahrscheinlichen Druck in dir. Und du wirst dich nicht wohlfühlen. Das macht dich nicht glücklich. Du bist in dem Moment auch nicht authentisch. Die Frage ist, möchtest du geliebt werden, wie du bist? Oder möchtest du dich dein Leben lang verstellen? Es gibt so oft Beziehungen, wo man am Anfang jemanden kennenlernt und der andere erzählt einen Lügen über sich selbst. Und dann kommt die große Enttäuschung, dass es alles Lügen waren. Nur um dieser Frau oder diesem Mann zu gefallen. Die erzählen, ich lese gerne Bücher, obwohl sie noch nie ein Buch gelesen haben. Die kochen gern, obwohl sie noch nicht kochen können. Die
erzählen einem das Bunte vom Himmel und verstellen sich, zeigen sich nicht, wie sie wirklich sind. Das ist der erste Fehler eigentlich, wenn man schon in eine Beziehung reingeht. Und da ist es wirklich sehr wichtig, authentisch zu sein und zu sagen, ja, ich stehe zu mir. Ich bin eben so. Und wenn du mich nicht so magst, wie ich bin, dann gibt es jemand anderen, der mich mag. Ne? Also wenn man so in diese Energie geht und sich wirklich zeigt, ja, wie man ist, nur dann kann man auch wirklich geliebt werden. Weil man ja für das geliebt werden möchte, was man wirklich ist. Sonst zeigst du ja nur eine Maske und dein Partner liebt nur die Maske, aber nicht dein wahres Selbst. Deswegen sollte man sich nicht verbiegen. Und in der Dualseelenpartnerschaft, wenn du dich verbiegst, wird dein Partner gnadenlos dich so lange quälen, ja, bis du anfängst, zu dir selbst zu stehen. Bis du sagst, stopp, ich mach das so nicht mit, was du von mir verlangst. Bis du sagst, ich zeige mich, wie ich bin und ich stehe zu dem, was ich möchte, zu meiner Berufung. Und dass du erkennst, was dich glücklich macht. Und dich nicht mehr verbiegst. Der Partner in der Dualseelenverbindung wird dich so lange darauf hinweisen, mit Triggern natürlich, dass du zu dir selbst kommst und zu dir stehst. Und das ist eine wunderbare, wirklich eine wunderbare Aufgabe. Und wir können dankbar sein, dass unser Dual genau das mit uns macht. Natürlich leiden wir, ja, aber ja, es ist genau richtig, wie es passiert, wie es kommt und es soll so sein. Aber was steckt dahinter? Also wir haben ja schon mal diese Ängste, ja. Und wenn ihr das nicht schafft, authentisch zu sein und nicht zu euch zu stehen, dann steckt da meistens eine Angst dahinter. Und die Angst, die kann man auflösen. Und da geht es wirklich immer wieder durch diese Angst zu gehen. Das ist das Wichtigste, das zu fühlen, die Angst und herauszufinden, woher kommt denn eigentlich diese Angst? Den Ursprung zu erkennen, dann kann man da ganz viel auflösen. Und genau das ist auch meine Aufgabe, euch da zu unterstützen und euch auch Hinweise zu geben und euch zu helfen in diesem Prozess. Also ich mache ja auch schon die Videos, wo ich einiges erkläre, aber wenn ihr trotzdem noch Hilfe braucht, bin ich da und ihr könnt mich kontaktieren. Ja, wenn ihr das nicht schafft, zu euch zu stehen, dann seid bitte im Mitgefühl mit euch und lehnt euch nicht dafür ab oder verurteilt euch nicht. Sowas wie, ich doofe, ich schaff das nicht. Ja? Nein, seid da im Mitgefühl, es geht eben gerade nicht. Ich habe Angst. Und es ist okay, dass du es gerade nicht kannst und Angst hast. Nimm doch mal dich selbst in den Arm. Und tröste dein Kind, dein Inneres, was Angst hat. Es ist ganz wichtig für die Selbstliebe, dass du liebevoll zu dir bist und dich annimmst, so wie du bist. So, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal.